Herr Präsident, die Damen und die Herren, es muss ich überall in diesem Fall dem Reporter schon merci so für seinen exzellenten mündlichen Rapport. Das ist schon ein komisches Gefühl, heute zu stehen auf dieser Platz, wo gestern noch den Serge Urbani mit der im Egener vehement plädiert. Aber wo noch für nicht allzu viel langer Zeit den Justin Turpel und der Hoffmannssache von der Linken vertreten haben. Sie haben allen drei die Lade ganz heisch gelöst. Sie haben allen drei gewiesen, dass politisches Engagement auch außerhalb von der Chambre möglich und nötig ist. Ich hatte die Chance, hinter 2009 hier habe ich hier in der Chambre ganz nah begleiten zu können. Und ich will Ihnen ausdrücklich merci sagen für Ihren engagierten und kämpferischen Ansatz, dem ich vieles zu verdanken habe und dem ich vieles gelehrt habe. Herr Präsident, das ist mein grosser Ehr, hier als Vertreter vom Volk veredigt zu gehen, an diesem Parlament, was eigentlich den echten Pouvoir am Land durchstellt. Die Chambre, so steht es in unserer aktuellen Verfassung, repräsentiert Land. Und es repräsentiert das ganze Land. Das heißt auch den Teil von der Bevölkerung, die kein oder noch kein Wahlrecht hat. Mir scheint es wichtig, sich als Deputierten diesen wichtigen Grundsatz immer nicht für einen zu halten. Gerade in einem Land wie Lützeburg, das aufgrund von seiner Geschichte, seiner Entwicklung am 20. Jahrhundert ein Land von Migration und von Passage war und ist. Ich selber bin in gewissem Sinne ein Produkt von der Migrationsgeschichte. Meine Originen kann ich an so exotische Gegenden wie dem Müllerdal, Norditalien, dem Urdal an der italienischen Schweiz fanden. Sie alle gut haben gemeinsam, dass sich irgendwann um Ende vom 19. Jahrhundert oder Ugangs vom 20. Jahrhundert Menschen auf den Weg gemacht haben mit der Aussicht auf ein anderes, auf ein besseres Leben. Menschen mit Dream, Wünschen und Hoffnungen, denen hier neu heimisch die Minet gauf, am eigene Asch. Die Stadt, an der ich geboren und abgewusst bin, an der ich auch heute gern und bewusst leben. Die Stadt, an hier Leute haben mich geprägt, mit dieser so speziellen Mischung aus Solidarität und Widerständigkeit. Es war in meiner Lycée-Zeit zu Asch, wo ich die ersten Erfahrungen und Kontakte mit Politik gemacht habe. Nur Schülerdemonstrationen in den 90er Jahren habe ich mich politisiert und war auch schon 1999 bei der Gründung von Die Linke dabei. Von 2008 bis 2014 war ich für Die Linke-Mescher Gemengerat. Und auch die Passion für den Theater habe ich zuerst am Lycée entdeckt und um weitere Parcours von meinem Leben weiterentwickelt. Den berühmten Theaterregisseur Max Reinhardt hat den Keier gesagt, nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Ich denke, dass dieser Gedanke ganz gut meine Attraktion für den Beruf auf den Punkt bringt. Das ist ein Beruf, den man wunderbar menschliche Erfahrungen berührt hat. Und das ist aber auch ein Berufsstand, bei dem die allermeisten schon ganz tags die Experienz von der ökonomischen Prekarität erlebt haben. Deputierten sind als kein Beruf. Das ist ein Mandat. Ein Auftrag, den ich von den Leuten krud aufgrund von einem politischen Programm, der bei Wahlen präsentiert gauf. Neben dem Mandat als Deputierten, das ich nur untreten, also ist es mir wichtig, mein eigentlicher Beruf als Schauspieler, Regisseur, wenn auch vielleicht mal noch intensiv, weiter auf den Bühnen auszufeiern. Ich denke, dass es wichtig für einen Deputierten ist, weiter mit den alltäglichen Realitäten vom Berufsleben konfrontiert zu sein, genauso wie die allermeisten Leute da draußen. Ein Deputierten ist gewählt aus dem Volk für das Volk. Herr Präsident, wie den Ender Hoffmann am November 2011 heising Aufschiedsred hat, so tient, dass wir uns als Demokratie neu erstreiten müssten. Ich denke, dass dieser Satz heute mehr aktuell wie je ist. Begriffe von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die konstitutiv für als Demokratie müsste sein, die von der Wirklichkeit alltag mit Face getrippelt. Was heißt Freiheit haut nach am Geisteszustand vom Etat d'Urgence? Was heißt Gleichheit nach, wenn die Ungleichheiten überall, an auch zu Lützeburg, klammen? Und was heißt Brüderlichkeit nach, haut gegen nicht so eine Solidarität?
weil all dag München führen die Grenze von Europa trinken müssen, weil sie führen die Misern der Gewalt flüchten, die mehr Mord geschaffen haben. Ja, ich meine auch, dass wir als Demokratie neuer streiten müssen, weil es geht um nicht Männer wie den Genre Humain, wie es an der International heißt. Ich bin mir bewusst, dass diesen tiefgreifenden politischen Wandel, den wir so bald schon nötig hätten, nicht häufig von der Chambers-Tribüne wird ihren Ausgang holen. Er geht aus von Mobilisierungen von den Leuten, der Kraft von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, so wie Fortschritt immer erkämpft genoss. Wir denken, dass der Bestand der Chamber ein wichtiger Moyen ist, für die Diskussionen und die Debatten umzustiefeln und zu inspirieren, die wir können abzeichnen, für aus der Sache aus, an der dieses ökonomische System als gefordert wird, rauszukommen. An dem Sinn will ich das Mandat hei ugoen, und an dem Sinn wünsche ich euch alle Guten noch ein ganz rich, streiterisch Auseinandersetzungen. Zunächst merci. Merci dem Herr Baum.